sehr, dass es euch gut geht. Heute gibt es von mir eine DM-Haul, weil ich vor ein paar Tagen bei DM war. Ich habe dieses Video schon mal abgedreht, deswegen habe ich die ganze Zeit das Gefühl, dass ich irgendwelche Produkte vergessen habe. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen wird. Falls euch solche Videos generell gefallen, also Hauls oder DM-Hauls, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare oder gebt dem Video einen Daumen hoch. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Ich fange an mit Gesichts- bzw. generell Pflegeartikel. Und zwar habe ich hier einmal von Garnier das Hautklar Reinigungs- und Abschminkgel gekauft. Also das ist so ein 2-in-1 Produkt. Und ich wollte das einfach mal ausprobieren, weil ich momentan ja nicht so wirklich zufrieden bin mit meiner Haut und damit sehr zu kämpfen habe. Deswegen ja, wollte ich einfach mal ein neues Produkt ausprobieren. Und bis jetzt finde ich das Produkt echt gut, auch wenn ich es noch gar nicht so lange habe. Als nächstes habe ich mir dann ein Shampoo gekauft. Das ist jetzt schon etwas länger her, aber ich kann mich erinnern, dass ich euch das noch nicht gezeigt habe. Und zwar ist das von Sebamed das Anti-Schuppen-Shampoo. Ich habe zwar keine wirklichen Schuppen, aber manchmal ist meine Kopfhaut einfach sehr, sehr trocken. Und dann juckt das ganz schön und dann bekomme ich eben Schuppen. Deswegen wollte ich das einfach mal ausprobieren. Außerdem habe ich das schon bei mehreren YouTubern gesehen und die haben das eben sehr empfohlen. Deswegen dachte ich mal, probiere ich das einfach mal aus. Ich persönlich finde, es ist sehr, sehr sanft zur Kopfhaut, was mir sehr wichtig ist. Und es riecht eigentlich auch ganz gut. Und ja, ich finde es eigentlich bis jetzt ganz gut, auch wenn ich es jetzt noch nicht so oft ausprobiert habe. Als nächstes habe ich dann von Alverde das Clear Anti-Pickle SOS Serum. Das habe ich jetzt schon sehr oft gezeigt, deswegen gehe ich da jetzt gar nicht mehr so genau darauf ein. Aber ich finde das einfach sehr gut und kaufe das wirklich jedes Mal nach. Als nächstes habe ich zwei Rasierprodukte gekauft. Und zwar einmal von Balea den Aftershave Pflegegel. Das Aftershave Pflegegel. Ja, das Aftershave Pflegegel. Probiere ich das jetzt einfach mal aus und dann werde ich euch erzählen, wie ich das so finde. Und dann habe ich mir von Gillette Venus den Embrace Sensitive Rasierer gekauft, beziehungsweise das sind drei Einwegrasierer, glaube ich. Ja, drei Einwegrasierer mit 5 Klingen. Ich wollte ihn einfach für die Reisen mitnehmen. Dann zwei unspektakulärere Produkte, und zwar von der DM Eigenmarke Dentodent. Das ist die Zahnmarke. Ihr versteht, was ich meine. Und zwar einmal die Sensitive Zahnpasta. Und ich wollte einfach eine neue Zahnpasta haben, die nicht so viel kostet. Deswegen habe ich jetzt einfach die mitgenommen. Und dann noch einmal das Mundwasser, weil ich es eigentlich immer ganz gerne mag, nochmal nach dem Zähneputzen ein Mundwasser oder so irgendwas zu benutzen. Und ja, ich mag das eigentlich ganz gerne. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal benutzt. Das ist nämlich nicht zu scharf und ich hasse scharfe Zahnpasten oder Zahnprodukte und deswegen finde ich das eigentlich ganz gut. Dann habe ich noch ein paar Sachen von der Schminkabteilung mitgenommen, worüber ich mich sehr freue. Und zwar einmal den Liquid Camouflage High Coverage Concealer von Catrice. Ich muss sagen, ich bin da nicht so ganz begeistert, weil den habe ich jetzt schon etwas länger. Ich kann es nicht wirklich beschreiben, aber mir ist der persönlich zu deckend. Auch wenn ich ziemlich starke Augenringe habe, mag ich es nicht, mir einfach so viel unter die Augen zu klatschen und vor allem über Pickel finde ich das nicht sehr angenehm. Ich werde ihn jetzt einfach aufbrauchen, weil ich ihn ja nicht schlecht finde, aber nachkaufen werde ich ihn nicht. Und dann habe ich noch ebenfalls von Catrice die Omid Plus Foundation gekauft und ich muss wirklich sagen, die ist eine so, so tolle Foundation. Ich hatte zwar bis jetzt immer nur solche BB-Creams oder getönte Feuchtigkeitscreme und zwar habe ich die in der Farbe 015 Vanilla Beige und die passt mir momentan wirklich total gut, finde ich, hat sich da jeder Cent gelohnt, auch wenn hier so ein bisschen teuer ist. Und dann von Essence den Lip Liner in der Farbe 11 in the Nude, den trage ich auch gerade, er ist aber schon ein bisschen abgegangen. Aber ich finde die Essence Produkte, diese Lip Liner meine ich, sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich euch den schon mal gezeigt habe. Und jetzt zeige ich euch noch alle Food-Sachen, die ich bei DM gekauft habe, weil ich liebe Alnatura-Produkte und aus diesem Grund habe ich eben sehr viel mitgenommen. Einmal habe ich von DM Bio die Hagebutte, Marmelade oder Fruchtaufstrich mitgenommen. Ich denke mal, die schmeckt sehr gut. Und dann einmal von Alnatura den Dinkelzwieback. Und ich mag Zwieback eigentlich überhaupt nicht. Ich finde, das schmeckt einfach nach nichts, außer nach irgendwie so Brot, was 1000 Jahre in der Wüste vergammeln musste. Aber dieses Ding, also dieser Zwieback von Alnatura schmeckt so gut. Ich weiß nicht, was sie da machen, ich weiß nicht, wie die das hinbekommen, aber ich finde, der schmeckt irgendwie echt ganz gut. Dann habe ich und meine Mama, Entschuldigung, dass das jetzt gerade ein bisschen laut ist, auch noch so ganz viele Getreidesorten mitgenommen oder
ja, solche Sachen geben. Und zwar einmal gelbe Linsen. Ich bin sehr gespannt, wie die schmecken, weil ich liebe rote Linsen von Alnatura. Ich finde, die schmecken nicht mehr gut und ich wollte einfach mal die gelben probieren. Dann einmal Dinkel, weil man kann, wenn man die schrotet, richtig coole Sachen damit machen. Und dann einmal Bulgur, das ist so ähnlich wie Couscous, wer das nicht kennt. Und ja, ich liebe solche Sachen und deswegen haben wir da ganz viele davon mitgenommen. Das letzte Produkt sind jetzt Kokosflakes oder wie nennt man das? Kokosgeraspelt, auch von Alnatura logischerweise. Und ich liebe einfach Kokos. Ich könnte wirklich über alles Kokos drüber geben. Also ich meine jetzt süße Sachen. Über Reis, Kokos wird vielleicht nicht ganz gut schmecken. Obwohl Kokosmilch mit Curry, Gemüse und Reis schmeckt auch gut. Aber ihr wisst, was ich meine. Und das war es jetzt auch schon mit meinem gesamten Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und ja, ich bin heute nicht unbedingt verrückt, aber so ein bisschen überdreht gewesen. Deswegen tut mir das leid. Aber ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Folgt meinem Instagram. Ich heiße johanna.nathalie, wie mein YouTube-Name. Und jetzt würde ich sagen, habt einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!